Das habe ich mir für die nächste Folge aufgehoben. Die Platten sind gerade wieder hoch. Ist wohl ein Bug, wenn man neu ladet, oder? Oder? Ja, warum ist die jetzt wieder oben? Da läuft die Zeit einfach nur neu und die gehen nachher wieder runter. Ich bin verwirrt. Sehr. Okay, ich war hier schon mal. Was habe ich denn damals gemacht, als ich hier war? Einen anderen Weg gesucht. Nehme ich mal an. Okay, ich schaue mich noch mal ein bisschen um. So blind kann ich ja nicht sein. Es gibt Spiele. Nee, nein. Kann man da hinten hoch? Nö. Sonst wäre ich jetzt darum. Von der Plattform aus. Kann man sich vielleicht da hinten festhalten, aus welchem Grund auch immer. Das war ja schon häufig der Fall. Oh, nö. Was nun? Nein. Ich will eigentlich keinen Anlauf nehmen. Ich wollte aus dem Stand losspringen. Oder ich mache einfach so. Okay, hier dran kann ich mich auch nicht runterlassen. Ja, ich gebe zu, ich bin so ein bisschen verwirrt. Dann kann man sich hangeln, das wäre aber sinnlos. Vor allem, weil die Platte so hoch ist, dass man sich extra nicht hier dran hängen kann, falls man keine Zeit mehr hätte. Praktisch gut gemacht. Ey, kann man das verschieben? Na komm, die Wand sieht doch ganz anders aus. Die Wand da drüben ist ja auch so doof. Ich meine, nein, es ist noch nicht verrückt, dass ich hier drauf stehe. Nein, ich stehe auch nur in der Luft. So. Kennt man ja noch aus Tomb Raider 1. Fortbewegungsmittel Nummer 1. Oh, ich habe was gesehen. Falls das so geplant ist, liebe Levelbauer, ihr seid genial, wenn das so ist. Vielleicht ein bisschen mies, weil man da eigentlich gar nicht drauf kommt, aber ihr seid genial. Nein! Ich will da hinten hin, ich will mich jetzt hier dranhängen. Hochgehen. Springen. Was? Na gut. Alles klar. Danke, lieber Bug. Aber wenn das so geplant ist, das ist ja genial. Ich meine, das sind Bewegungen, die man aus Tomb Raider 3 Spielen gar nicht kennt, dass man also wirklich so handelt. Ich will dann nämlich an die andere Seite der Kante springen und mich daran festhalten und dann rüberhangeln. Upsi. Das versteht ihr spätestens, sobald ich es geschafft habe. Aber auch das ist nicht so unbedingt sofort machbar. Anders. Anders, anders, anders. So, von der Weite her müsste ich... hier ist der Umschwung von der Textur. Hier drauf. Und jetzt eine Umdrehung in der Luft. Mit Schwung nach da und dann so festhalten. Danke.
Danke, 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 danke. Danke. Wow, oh, ich fühle mich gerade richtig cool. Speichere auf einem anderen Slot, weil ich denke. Ja, boah, vielleicht war das nämlich gar nicht geplant, dass ich hierher komme, aber. Ui, war das cool. Cool. Also, ich fand jetzt die Idee schon richtig geil. Ein Schlüssel. Sag bitte nicht, dass ich den. Sag jetzt bitte nicht, dass der da hinten hin muss, wo ich denke. Oh, hallo, Rabe. Der hat grüne Füße, habt ihr es gesehen? Darauf. Dann da hinten hin. Dann darüber. Und dann wieder raus. Oder? Man muss. Warum ist das ein Geheimnis? Vielleicht, okay, vielleicht weil man nicht mehr dran denken würde. Okay, was haben wir? Cool, zwei Uzi-Clips. Schon 524, 26 Fackeln und vier große. Dann haben wir das ein große Medipack jetzt bekommen, genau. Vielleicht geht's auch hier rüber wieder zurück. Obwohl das glaube ich weniger, dass der Sprung gut verläuft. Die Plattform sollten vielleicht, ja, oben sein. Speichern wir mal hier ab. Okay, haltet mich für verrückt. Ich habe hier einen Hebel erwartet. Hier hinten ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Oh, ein großes Medipack. Das wäre ein Geheimnis 7 von 6. Decken uns schon ziemlich gut ein. Entweder haben sie keinen Bezug zu Proportionen in Sachen Monster und Medipacks oder da kommt noch was richtig, richtig, richtig Hartes auf uns zu. Okay. Ich speichere jetzt einfach mal nicht mehr ab, nachdem ich jetzt das hier aufgesammelt habe, damit ich testen kann, welche der beiden Arten möglich und welche vielleicht noch ein extra Medipack oder sowas einbringt. Dann haben wir einmal den Weg. Einmal den Kamin. Vielleicht muss man auch hinten zum Kamin hin, um hier die Platten hochzulassen. Ja. Mhm. Nee, ich bin jetzt nicht so faul. Doch, ich lade. Das erspart eigentlich nur Zeit. Ich meine, einerseits will man zwar schon viele Folgen haben von einem Let's Play, andererseits ist es total kacke, wenn das jetzt hier 10 Stunden dauert und ich euch damit langweile, ich meine. Schlecht. Ganz schlecht. Und außerdem, was mache ich unten? Da ging bisher noch gar nichts. Oder ich muss einen Hebel suchen. Oh ja, das mache ich jetzt. Okay, nehmen wir ein, ich bin hier und es gäbe den Bug mit den Plattformen nicht. Dann wäre das da hinten, Richtung dem Ding da, der einzige Weg wieder zurückzukommen. Da oben rein kommt man eh nicht, da ist so ein lustiger Zaun vor. Stacheldraht ist auch nett. Also da geht auch nichts. Ja, wahrscheinlich dahin, dann die Leiter runter und einen Hebel suchen, dann wieder hier hochkommen. Haha. Oh, vergesst es, vergesst es. Vergesst es. Ich spekuliere zu viel. Aber was ist unten gewesen? Nichts. Könnte auch ein Zeitspiel sein, oder? Ich weiß nicht, ob die Schalter Zeitspiel möglich sind. Wo musste ich runter? Ah, okay. Ah. Danke, Lara. Danke. Ja, ich habe Lust, mit dir irgendwo stecken zu bleiben. Total. Was hier? Na super. Okay, diagonal gegenüber. Ja. Hier hin. Ich
Ich bin fast schon wieder in der gleichen Situation gewesen, aber diesmal auf der anderen Soundseite. Jetzt mache ich mir die Blocks vom Kamin aus, so weit weg. Das kriege ich nicht hin. Aber so halt weg. Ja, die ist hier viel näher dran als auf der anderen Seite, der Vorsprung. Wofür ist der hier? Ach so. Hey, könnte ich auch hier runter? Müsste ich mich aber nach da drüben hangeln und das wäre ein Schrägsprung, geht nicht. Ich habe auch wirklich an alles gedacht. Also, dass es hier nicht so geht. Mit dem so runterlassen. Sie haben an alles gedacht. Und ich denke jetzt dran, einen Cut zu machen. Bis nachher.